Die schwedische Königsfamilie feiert Prinz Julians Taufe. Im März dieses Jahres erblickt der Sohn von Prinz Carl Philipp und seiner Frau Prinzessin Sophia das Licht der Welt. Für das blaublütige Ehepaar ist es bereits der dritte Nachwuchs. Julians ältere Brüder Prinz Alexander und Prinz Gabriel kommen 2016 und 2017 auf die Welt. Deren Taufe läuft damals in aller Öffentlichkeit ab. Doch Julians großer Tag ist seit 43 Jahren die erste Taufe, die erstmals nicht im TV zu sehen ist. Promiflash zeigt euch trotzdem die schönsten Schnappschüsse der kirchlichen Zeremonie. Um 12 Uhr mittags beginnt der Gottesdienst in der Kapelle auf Schloss Trottningholm. Vor einem mit herrlichen Blumen geschmückten Becken bekommt Julian den Segen vor Gott. Danach hält der für die Zeremonie zuständige Bischof Johann Dahlmann den kleinen Mann heiter in die Luft. Und seine Eltern Carl Philipp und Sophia scheinen vor Stolz fast zu platzen. Die beiden lächeln nämlich über das ganze Gesicht, während sie ihren Sohn anschauen. Die hübsche Dreifachmama bezaubert an dem aufregenden Tag mit einem weißen Dress, welches mit bunten Blüten bestickt ist. Der 4 Monate alte Mini-Royal trägt ein Taufkleidchen aus Spitze. Vor der Kirche kann man zudem einen genaueren Blick auf die Outfits der restlichen Königsfamilie werfen. Denn auch seine Geschwister sind total schick gekleidet und entzücken im Partnerlook. Überglücklich posieren sie gemeinsam vor dem Gotteshaus. Dann stoßen auch die geladenen Gäste für das Shooting dazu. Natürlich sind Julians Großeltern König Karl Gustav und Königin Silvia anwesend, um diesen besonderen Moment mit ihm zu feiern. Der 75-Jährige verleiht seinem jüngsten Enkel nach Tradition den Seraphinorden. Außerdem mit dabei sind Kronprinzessin Victoria mit ihrem Ehemann Daniel und ihren 2 Kids Estelle und Oscar, sowie Prinzessin Madeleine mit ihrer Rasselbande, Gatte Nicolas und ihr Nachwuchs Adrienne, Nicolas und Leonore. Doch wer sind eigentlich Julians Taufzeugen? Im Gegensatz zu Prinz Alexander, dessen Taufpatin unter anderem seine Tante Prinzessin Victoria ist, hat der Spross eher unbekannte Paten. Karl Philipp und Sophia entscheiden sich, ihren engen Freunden diese verantwortungsvolle Aufgabe zu überlassen. Die Fans der schwedischen Royals müssen sich wohl oder übel nur mit diesen Aufnahmen zufrieden geben. Aber warum wird das Ereignis eigentlich nicht im Fernsehen ausgestrahlt? Experten gehen davon aus, dass der Titelverlust der jungen Blaublüter Grund dafür ist. 2019 beschließt König Carl Gustav nämlich, dass die Kinder von Prinz Carl Philipp und Prinzessin Madeleine keine königliche Hoheiten sind, um das Königshaus zu verkleinern. Demnach haben sie keine royalen Verpflichtungen und können selbst entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Ein Glück bekommen Fans trotz allem diese niedlichen Fotos von Prinz Julians Taufe zu sehen.